Vielen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wie es der Arbeitsminister bereits angesprochen hat, wird die Frage Homeoffice uns natürlich durch die Krise, aber auch nach der Krise noch begleiten. Und deswegen bin ich froh, dass es gelungen ist, gemeinsam in der Bundesregierung, aber auch gemeinsam mit den Sozialpartnern hier nun klare Regeln zu schaffen, die auch nach einer ersten Phase evaluiert werden. Ganz prinzipiell geht es uns darum, jetzt in der Pandemie auch die Rechtssicherheit zu schaffen und auch den Anreiz, hier möglichst viele Kontakte zu reduzieren und die Möglichkeit zu geben, von zu Hause aus zu arbeiten, ohne einen Nachteil für alle Betroffenen zu erleiden. Das gilt sowohl für die Arbeitnehmerinnen als auch für die Arbeitgeber. Die Lösung hat verschiedene Dimensionen. Die arbeitsrechtliche hat Ihnen gerade mein Kollege dargestellt. Die steuerrechtlichen sehen so aus, dass Zahlungen der Arbeitgeber zur Abgeltung von Mehrkosten der Arbeitnehmer im Homeoffice bis zu 300 Euro pro Jahr steuerfrei sein werden. Und auf der Arbeitnehmerseite können über die Arbeitnehmerveranlagung ebenfalls bis zu 300 Euro als Werbungskosten pro Jahr abgesetzt werden, wenn es um die Anschaffung von diversen Arbeitsmaterialien geht. Wir halten das für einen wichtigen Aspekt, denn hier soll nicht nur der Anreiz in monetärer Hinsicht gegeben sein, sondern auch allfällig entstehende Mehrkosten abgesetzt werden können. Darüber hinaus wollen wir auch die Möglichkeit schaffen, dass, wenn der Arbeitgeber sich nicht dazu entschließt, die finanzielle Vergütung von 300 Euro auszuschöpfen, dass auch diese zusätzlich als Pauschale bei den Werbungskosten geltend gemacht werden kann. Wie es der Arbeitsminister bereits gesagt hat, soll die Regelung zunächst mal befristet bis 2023 bestehen, um dann evaluiert werden zu können, weil wir auch wollen, dass wir die Homeoffice-Regelung über die Zeit der Pandemie hinaus treffsicher und attraktiv gestalten. Wir rechnen je nach Nutzung von diesen Möglichkeiten mit steuerlichen Mindernahmen von bis zu 150 Millionen Euro pro Jahr. Vielen Dank.